So, das reicht jetzt erstmal. Jetzt ist nämlich das Schild im maximalen Umfang verbessert. Nee, es geht noch einmal. Nee, es ist maximal auch verbessert. Genau, okay. Ich hatte ja schon mal nur Müll. Und dann brauche ich hier kleine und große Scherben. Auch in Massen anscheinend. Oh, soll ich nochmal welche kaufen? Wie viel kann ich kaufen? Maximal 8 Stück. Dann kaufe ich jetzt mal 6 Stück. Habe ich noch ein bisschen Kleingeld übrig. Was will ich hier bei Waffen? Ich will Rüstung verbessern. Und verbessere erstmal... Puh, was verbessere ich denn? Entweder die Handschuhe oder den Helm. Also den Helm werde ich auf jeden Fall verbessern. So. Die Handschuhe oder die Gamaschen. Ich denke mal, ich verbessere die Gamaschen. Weil die allgemein auch ein bisschen mehr Rüstung geben und so. Alles schön reparieren. Ist ja einiges kaputt gegangen. So. Ich passe immer auf. Ich passe immer auf mein Leben auf. So. Jetzt machen wir zwar nicht mehr Schaden, aber wir kriegen deutlich weniger Schaden ab und das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. So, da müssen wir später auch noch rein. Nachdem wir die zweite Glocke geläutet haben. Was, denke ich mal, sehr lange dauern wird, weil ich mich ziemlich dumm angestellt habe. Zumindest bei meinem ersten Versuch, die zweite Glocke zu läuten. Oh mein Gott. Seid froh, dass ich das nicht aufgenommen habe, weil ich habe, glaube ich, 20 Stunden gebraucht bis zur zweiten Glocke. Kein Witz. Und ich hoffe nicht, dass ich das jetzt wirklich so lange noch brauche. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch sehr viel gefarmt im Hintergrund und ich nehme jetzt ja wirklich alles auf, auch wenn ich jetzt farmen würde. Und ich tue es gerade. Mist, warum mache ich das? Es tut mir leid. Andererseits muss ich jetzt ja auch nicht farmen, weil die Gegner sind mir sowieso zu einfach und deswegen renne ich jetzt weg. Tschüss. Ey, vielleicht habe ich Glück und die Tür geht auf und die springen, versuchen mir hinterher zu springen und ich kann sie durch diesen Sturz dann doch selber töten und... Achso. Problem, die andere kommt ja hinterher. Also das eine geht runter, das andere geht hoch. Mist. Der Traum war so schön. So, jetzt sind wir wieder am Feuerband schreien und... Jetzt müssen wir überlegen, wo wir lang müssen. Ach ja, okay, ich weiß es wieder. Diese Wege sind echt unergründlich schwierig manchmal. Ich kann mir das echt nicht merken. Das mache ich nicht mit Absicht, mich hier verlaufen. Und wenn doch, würde ich es euch nicht sagen. So. Eigentlich würde ich euch das schon sagen, aber ich mache es wirklich nicht mit Absicht. Tschüss. Wieso drehst du dich um? Tschüss. Da schmeißt gleich jemand was. Was? Was? Das war richtig schön nice eigentlich. Gab auch ein paar Bonus-XP. Komm her. Nee, du darfst jetzt nicht. Ich will nämlich keinen Schaden abkriegen und habe trotzdem Schaden abgekriegt. Boah, ich bin jetzt fast runtergesegelt. So, ich glaube, wir gehen den Weg hier. Oh, die Ratte nehme ich doch mit. Die nehme ich mit. Hier ist jemand echt bei der ersten Ratte schon gestorben. Das ist mies. Wie viel Ausdauer haben wir eigentlich? Ich frage mich, hat sie sich auch durch diesen Ring erhöht oder... Den werde ich nicht ablegen. Das darf ich mich nicht verdrücken. Nee, ich mach's hier. Ich mach's aber hier. Wenn ich nicht außerdem die Taste fürs Wegdrücken habe, mache, dann ist, ist weg. Okay. Ausdauer erhöht sich auch. Also der Ring ist richtig geil. Ich wäre später auch noch zu dem Ring gekommen, aber da wäre etwas vorher passiert und das will ich jetzt nicht spoilern und vielleicht, wenn es soweit gewesen wäre, hätte ich das vielleicht mal gesagt. Aber jetzt noch nicht. Wer das Spiel kennt, der weiß, was passiert ist und... es ist unschön. Es ist einfach nur unschön. So. Jetzt haben wir den Schlüssel für diese Tür und da geht es auch runter. Und da erwarten uns einige Gegner, die nicht freundlich gesonnen sind. Das kann ich schon mal sagen im Vordergrund.
Es ist dunkel hier drinne. Ihr habt keine Chance. Vor allem nicht so. Du hast noch, du hast den ersten Schlag überlebt, Alter. Ich muss echt was tun. Ich muss echt was gegen meinen, also was für meinen Schaden tun. Seele Soldat. Aha. Sehr interessant. Very interesting. So, schön aufpassen. Was machst du da? Außer sterben. So, jetzt kommen wieder die Fackelmänner. Da fackel ich nicht lang. Ich glaube, der Spruch ist so alt. Tschüss. 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 Mach doch den Tisch kaputt. Ich sehe doch, dass du es kaputt machen möchtest. Nicht? Dann mache ich es kaputt. Jetzt hast du es doch kaputt gemacht. Ich hätte es vielleicht doch noch ganz gelassen. Oh Gott. Hau zu und hau ab. So, da geht's runter. Kann man machen, muss man aber nicht. Ah, ich erinnere mich, jetzt kommt ein Gegner, der etwas unschön ist. Um das jetzt nochmal so ganz freundlich auszudrücken. Alter, pullen wir den nicht. Der ist nämlich wirklich unangenehm. Und wenn der gepult ist, da sieht man ihn schon. Ich nenne ihn mal ganz freundlich den Schlechter. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding hier wirklich heißt. Ich weiß nur, dieses Vieh da vorne nervt mich noch. Ich glaube, das respawnt auch nicht. Deswegen werde ich mir dieses Vieh ganz vorsichtig nähern. Ganz vorsichtig nähern. Ganz vorsichtig nähern. Ich hoffe, ich kann den Großen seine Angriffe abblocken. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Kommst du ein bisschen näher, weil ich möchte jetzt nicht zu nah kommen. Also ich will dir nicht zu nahe treten. Nur ins Gesicht. Komm bitte her. Mach's mir doch einfach. Ich will den nicht gepult haben, den anderen. Okay, jetzt ist er, jetzt ist er, jetzt ist er aktiv. Der andere ist nicht aktiv. Scheiße. Okay, ich kann abwehren. Okay. Erst der. Erst der. Nein. Jetzt habe ich ihn im Hintergrund. Das ist auch nicht schön. Okay, 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 okay. Er ist down, er ist down. Was? Er ist noch nicht down? Jetzt ist er down. Boah. Was macht der mit mir? Ach, der geht gleich wieder an der Arbeit hier. Man muss ja auch produktiv sein. Das ist gute Einstellung. Sehr gute Einstellung. Deswegen bin ich jetzt auch mal produktiv. Bin sehr produktiv sogar. Ich wette, du bist ein ganz hässliches Kind. Warum hast du sonst eine so eine wunderschöne Maske auf? Tschüss. Was, du lebst noch? Okay. Tschüss. Tschüsskowski. Down. Und es gibt nochmal ganz freundliche 1000 Seelen für uns. Finde ich sehr gut. Ich mache das aus einem ganz bestimmten Grund, den ich jetzt nicht verraten werde. Eine große Glut. Was war denn das nochmal? Kann ich die beim Schmied abgeben? War das sowas? Ich weiß es nicht. Oh, ich würde den so gerne abgeben, aber ich will jetzt den ganzen Weg nicht nochmal laufen. Hier, große Glut. Waffenveredelung. Oh, ich will nicht zurücklaufen. Ja, er hängt mich. Er hängt mich doch, wenn ich da jetzt runtergehe. Also hochgehe. Runtergehen ist ganz schlecht, weil da gehe ich nicht runter. Und der hat es hier auch überlebt. Der andere Spieler. Was steht hier drauf? Schleichweg. Hm. Wunderschöner Schleichweg, wo ich mir die Beine breche. Ach man, ich will da jetzt. Ich will eigentlich schon, aber der Weg ist, glaube ich, noch so weit. Muss noch mal überlegen. Es geht eigentlich, aber boah. Nee, ich mach's jetzt nicht. Ich mach's jetzt nicht. Ich gehe jetzt hier einfach in den Tiefen einfach weiter und versuche mich erstmal so durchzugurken. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil hier Wasser ist und ich mich extrem langsam hier drinne verhalte.
Ich habe nämlich diesen Ring nicht an. Den rostigen, den ich uns besorgt habe. Im Asyl. Beim Asyldämon. Den wir in der ersten Folge angegriffen haben. So, wo ging es jetzt lang? Ach so, ich glaube, das war nur... Nee, ich komme hier wirklich hoch. Okay, alles klar. Ich glaube, es gab hier unten noch einen Schlechter, wenn ich mich nicht irre. Oder? You. Yes, you. Here, ich? Over here, was willst du? You must help me. Wenn nicht? Okay, there you are. You must help me. Kommst du nicht alleine aus dem Fass raus? She'll have me for lunch. You're my only hope. Oh, please. Okay, ich lass dich mal raus. Wow. Sorry. Ich wollte dich nicht wehtun. Thank you. Bitte schön. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I shudder to think. Thank you. Thank you, dearly. I am Laurentius. Or the great swan. I will not forget my debt to you. Kriege ich eine Belohnung? Ich glaube, das ist ein Charakter, der uns noch später nochmal im Feuerbandstrein begegnen wird, und ich glaube, er verkauft uns Feuerzauber, wenn ich mich nicht irre. Oh, hello. I'm fine. Ja, ich glaube, er verkauft uns Feuerzauber später. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Wir schauen einfach nachher mal vorbei. Wenn ich das hier heil überleben sollte. Im ersten Rutsch. Ich höre jemanden steppen. Na, da steppt der Bär. Jawohl. In your f- nee, nicht face, aber Rücken ist auch okay. Schade. Wow. Bin ich froh, dass ich 100% abwehren kann bei sowas. 100% des Schadens. Falls die Ausdauer reicht. Ach komm hier, mach mal einen Sack zu. Spiele viel zu lange mit so welchen. Ja, Sack zu. Jetzt habe ich auch gleich den Sack bekommen von ihm. Also. Nee, wartet mal, das hört sich so verkehrt an. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr seid ja nicht so versaut wie ich. Geht das hier auf? Ihr seid ja anständige Leute da draußen. Genau wie ich. Vor dir oben. Vor mir oben? Ach ja, ich erinnere mich. Da oben. Nee, ich habe keinen Bock. Ich mach's trotzdem. Obwohl, ich werde vorher, glaube ich, doch mal... Nee, ich brauche den Ring jetzt nicht. Ich wusste es. Lass mich am Leben. Lass mich am Leben. Lass mich am Leben. Geh runter von mir. Okay. Dieses Wesen, dieses Schleimmonster ist wirklich nervig. Macht dazu böse Schaden, wenn es auf dem Kopf fällt. Aber sonst kriegt es eigentlich nichts anderes hin. Ja, und es... versprüht Stacheln, aber das ist in Ordnung. So, namenloser Soldat, Seele. Sehr schön. Ich nehme trotzdem meinen erstes Flakon. Wow! Und dann verhau ich dich. Oh Gott, wo ging es jetzt lang? Kommen jetzt noch mehr von der Decke? Na, die Tür ist ja wohl sehr klein, vielleicht für Zwerge gedacht. Hm. Oder sind das Öfen? Könnte auch Öfen sein, so Türöffnung. Okay, da kommen welche von der Decke. Kannst du mal runterfallen, ohne mich weh zu tun? Sehr freundlich von dir. So. Das sind zwei, drei Stück. Und der versiert gerade nicht an, aber das ist nicht so schlimm. Denn ich bin schneller. So. Nervt ein bisschen, die brauchen einfach nur Zeit. Komm her, mein Freund. Wow, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wir haben echt viel Leben, beziehungsweise wenig Leben, aber die nehmen halt sehr wenig Schaden. Das ist halt das Problem bei denen. Aber sonst ist alles im grünen Bereich. Und dafür sind sie ja eigentlich geschenkt, weil sie eigentlich gar keinen Schaden so richtig machen. Aber in Massen nerven sie einfach bloß, weil sie einfach nur die
Ja, es dauert halt lange. Ich kann echt oft zuhauen mit meiner Ausdauer, das ist sehr gut. Vor allen Dingen auch schnell. Wartet mal. Wow! Nee, ich denke, das kleine Messer ist dann doch besser. Was macht der denn da? Ist das eine neue Angriffstaktik? Aua, sie macht auf jeden Fall Schaden. Und ist nicht sehr freundlich. Und sehr unhygienisch vor allen Dingen. So, jetzt reicht's aber wirklich. Genug Spaß gehabt.